Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen, auch auf der Tribüne. Ich darf Sie bitten, sich von den Plätzen zu erheben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, wir haben drei ehemalige Abgeordnete zu gedenken. Und ich beginne mit der Trauer um den früheren Abgeordneten und Staatsminister Gottfried Milde, Senior. 25 Jahre gehörte er dem Hessischen Landtag an. Es war eine für die parlamentarische und die politische Geschichte unseres Landes, markante Zeit, die Gottfried Milde wesentlich mitgeprägt hat. Dies nicht zuletzt durch seine 13-jährige Tätigkeit als Vorsitzender seiner CDU-Fraktion und auch als Staatsminister. Gottfried Milde wurde am 14. April 1934 in Breslau geboren und er starb am 14. Juli 2018. Er hatte 4 Kinder und war verheiratet. Nach Flucht und Vertreibung legte er an seinem Gymnasium in Schweinfurt sein Abitur ab. Danach begann er sein Studium der Rechtswissenschaften in Frankfurt am Main, welches er für eine Tätigkeit als kaufmännischer Angestellter zur Finanzierung des Studiums für 2 Jahre unterbrach. 1959 legte er die erste und 1963 die zweite Staatsprüfung ab und begann seine Berufstätigkeit dann in Darmstadt bei der dortigen Staatsanwaltschaft. Mitglied der CDU wurde Gottfried Milde 1961, auch kommunalpolitisch engagiert, als Stadtvorsitzender in Griesheim, als Kreistagsabgeordneter, als Kreistagsvorsitzender in Darmstadt-Dieburg. Dem Hessischen Landtag gehörte Gottfried Milde seit dem 1. Dezember 1966 an und er schied am 4. April 1991 aus. Das sind 25 Jahre vor seiner Regierungstätigkeit, also eine sehr lange Zeit. Vom 24. April 1987 bis zum 6. November 1990 gehörte er der Hessischen Landesregierung als Minister des Innern an. In dieser Amtszeit fiel das Ereignis, meine Damen und Herren, welches für uns Deutsche ein Glücksfall war, denn als solchen haben Millionen von Menschen es empfunden und Gottfried Milde auch die deutsche Wiedervereinigung. In besonderem Maße konnte er an der Gestaltung der Anfänge zur deutschen Einheit mitwirken, gerade auch im Hinblick auf die Hilfe Hessens für Thüringen. Gottfried Milde gewann nicht nur Sympathie und Zustimmung als Politiker, nein, er war auch ehrenamtlich tätig. Er war im sozialen Bereich tätig, bei seinem Vertriebenenverband in Schlesien war er tätig. Und er hatte immer und überall große Anerkennung. Von 70 bis 81 des letzten Jahrhunderts war er Landesvorsitzender der Landsmannschaft der Schlesier im Bund der Vertriebenen und anschließend deren Ehrenmitglied. Für seine Verdienste wurde er unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und dem Hessischen Verdienstorden ausgezeichnet. Der Hessische Landtag wird Gottfried Milde in ehrender Erinnerung behalten. Seine Familie und den Angehörigen wurde durch mich kondoliert. Wir gedenken Jürgen Engel. Kurz vor seinem 71. Geburtstag ist der ehemalige Abgeordnete Jürgen Engel am 14. August dieses Jahres verstorben. Jürgen Engel wurde am 20. August 1947 in Witzenhausen geboren. Nach dem Schulbesuch absolvierte er eine Lehre als Industriekaufmann, ehe er als Industrie- und Exportkaufmann in der chemischen Industrie tätig war. Er engagierte sich gewerkschaftlich und er war Betriebsratsmitglied. Jürgen Engel gehörte zu den Mitinitiatoren der Grünen Liste Hessen und wurde Geschäftsführer der Grünen Landtagsfraktion. Am 19. April 1985 zog er als Abgeordneter hier in den Hessischen Landtag ein. Am 17. Februar 1987 schied er aus dem Landtag aus. Er blieb weiterhin in seiner Heimat, dem Werra-Meißner-Kreis, politisch aktiv. Neben seinem politischen Engagement war Jürgen Engel in der Jugendarbeit tätig. Im Jahr 1979 war er Mitbegründer von Rock gegen Rechts
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen. Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten. Am 5. August dieses Jahres ist der ehemalige Landtagsabgeordnete Gerhard Keil verstorben. Gerhard Keil wurde am 23. April 1945 in Beuern im Kreis Gießen geboren. Nach Schulbesuch und Abitur, welches er 1965 in Gießen absolvierte, hat er seinen Wehrdienst in Kassel absolviert. Er studierte Erziehungswissenschaften an der Universität Gießen und legte 1969 sein Staatsexamen ab, 1970 ein Erweiterungsexamen zum Realschullehrer und 1972 das zweite Staatsexamen. Mitglied im Hessischen Landtag war er von 76 bis 85. Er war bis 89 Mitglied der CDU. In dieser Zeit war er Kreisvorsitzender der CDU Gießen und gehörte dem Kreistag des Kreises Gießen an. Im Jahre 85 wurde er zum ersten Beigeordneten des Kreises Gießen gewählt. Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und seinen Angehörigen. Meine Damen und Herren, Sie haben sich zu Ehren der Verstorbenen erhoben. Ich danke Ihnen für Ihre Beteiligung an dieser Gedenkstunde. Dankeschön. Wird alles dünner. Ich habe dir wieder alle gekauft. So, dann haben wir. Meine Damen und Herren, noch eine Anmerkung, jetzt außerhalb der Gedenkstunden und noch vor einer Tagesordnung. Im Juni, 7. Juni, tagte der Innenausschuss des Hessischen Landtages zum 100. Mal unter Vorsitz von Horst Klee. Schicksal. Das ist eine sehr zeitintensive Leistung, denn die Sitzungen sind keine 2-Stunden-Sitzung gewesen. Lieber Horst, ich will dir herzlich dafür danken. Viele unserer Kollegen wissen, was Ausschussvorsitz bedeutet, aber 100 Mal, das ist ja schon höchst internationale Klasse. Du bist schon bei der 106. Sitzung. 107. Und Frühstück gibt's. Okay, alles klar. Glückwunsch, vielen Dank für dein Engagement, unserem Alterspräsidenten. So. Meine Damen und Herren, ich komme auf weitere Mitteilungen zu sprechen. Der Herr Abg. Dr. Frank Blech-Schmidt hat mit Ablauf des 31. Juli 2018 sein Mandat als Abgeordneter niedergelegt. Sein Nachfolger ist ein uns bekannter früherer Kollege Stefan Müller. Lieber Herr Müller, herzlich willkommen oder gut, dass Sie zurück sind. Die Tagesordnung vom 14. August 2018 sowie ein Nachtrag vom heutigen Tag mit insgesamt 74 Punkten liegen Ihnen vor. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung entnehmen können, der Punkte 67 bis 71 gibt es 5 Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde, die wir gemäß unserer Geschäftsordnung abhalten mit 5 Minuten Redezeit pro Fraktion, und zwar am Donnerstagmorgen. Nach den Aktuellen Stunden Top 69 wird auf Wunsch der antragstellenden Fraktion Top 56 ein Entschließungsantrag zum Thema aufgerufen und ohne Aussprache abgestimmt. Das war der Hinweis zum Verfahren in der Aktuellen Stunde. Der Gesetzentwurf der Landesregierung für ein zweites Gesetz zur Änderung des Berufsstandsmitwirkungsgesetzes, Drucksache 19-6652 zu Drucksache 19-6282, sind noch 2 Änderungsanträge eingegangen, einmal der Fraktion der SPD mit der Drucksache 19-6695 und mit der Drucksache 19-6696 von der Fraktion der FDP. Kann ich die Tagesordnung als genehmigt feststellen? Das ist der Fall, dann können wir danach verfahren. Wir tagen heute bis ca. 19 Uhr. Wir beginnen mit der Fragestunde Drucksache 19-6585. Danach fahren wir mit Top 2 fort. Entschuldigt, ab 18 Uhr ist Herr Ministerpräsident Volker Bouffier. Und der Hinweis auf die 7 Persönlichkeiten für das Kunstwerk Himmel über Hessen, Lichtgestalten, ausgewählt von den Schülerinnen und Schülern der Klassen 11 und 12 der 3-Eischule Langen, sind heute Bonifatius, Georg Büchner, Johann Wolfgang von Goethe, Anne Frank, Jakob Grimm, Wilhelm Grimm und Adam Opel. Meine Damen und Herren, die Lufthansa hat den Beginn ihres parlamentarischen Abends heute um eine Stunde verschoben. Beginn in den Kurhauskolonnaden wird sein um 22 Uhr. An dieser Stelle will ich. Oh, dann machen wir eine Mitternachtsparty draußen.
Also 20 Uhr. Aber ich will mich trotzdem bei der Lufthansa bedanken, dass sie vor der letzten Plenarsitzung verschoben hat und sich heute unseren großen Tagesordnung anpasst. Die Ingenieurskammer lädt ein für 19 Uhr ins Restaurant zu ihrem parlamentarischen Abend. Die folgenden Ausschüsse kommen heute Abend zusammen, sofern die auf der jeweiligen Tagesordnung stehenden Gesetze heute vom Plenum überwiesen werden. Der Haushaltsausschuss im Sitzungsraum 501a, der Rechtspolitische Ausschuss im Sitzungsraum 510w und der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Sitzungsraum 204m. Also unmittelbar im Anschluss an die Tagesordnung heute. Einen runden Geburtstag konnte begehen am 19.08., also vor kurzem, Herr Dr. Wilken. Herr Vizepräsident, herzlichen Glückwunsch, alles Gute für die nächste Dekade oder wie man es immer nennt. Entschuldigung.